Die heutige Rallye nach dem drei Tage währenden Abverkauf kommt jetzt nicht ganz aus heiterem Himmel. Da gab es einige Indikationen, wesentlich drei Punkte. Erstens, wir haben gesehen gestern, dass der VIX, das Volatilitätsbarometer, das Angstbarometer, nicht weiter gestiegen ist. Das war schon mal ein Zeichen. Dann zweitens hatten wir die Situation, dass die US-Indizes auf wichtige gleitende Durchschnitte gelaufen sind. Da achten viele drauf. Das ist für viele ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Umkehrpunkt auch. Und drittens waren die Märkte schlichtweg auch ein bisschen überverkauft, im kurzen Zeitfenster übergeordnet, noch lange nicht, aber im kurzen Zeitfenster. Und so sehen wir dann heute doch diese Gegenreaktion, die gerade was die US-Tech-Werte, die am stärksten verprügelt wurden, wie Tesla etc., heute dann nochmal zu einer saftigen Rallye verholfen hat. Aber das ist die gute Nachricht zunächst mal für die Bullen. Die schlechte ist, wahrscheinlich ist die Korrektur übergeordnet nicht vorbei, denn der Grund des Abverkaufs, nämlich diese extreme Positionierung der Anleger, die ist nach wie vor der Fall, etwas reduziert, aber eben nach wie vor der Fall. Das heißt, wir haben noch Potenzial für Enthebelung. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt sozusagen in einem Rutsch wieder auf Allzeithochs hochlaufen bei den US-Aktienmärkten, sondern dass das eine schwierige Geschichte wird mit einer Rallye, der dann wieder ein Abverkauf folgte, dann eine Erholungsrallye, dann der nächste Abverkauf. So zumindest halte ich die Situation für die wahrscheinlichste Prognose, aber schauen wir uns die Dinge mal an, warum das so sein könnte, was ich hier in diesem Prolog sozusagen Ihnen vorgestellt habe. Schauen wir uns zunächst mal an, dass hier der Nasdaq und auch der S&P 500 zum Beispiel von einem Allzeithoch in nur drei Tagen eine mindestens 10%ige Korrektur gemacht hat. Das ist ein Rekord jetzt, den wir gesehen haben. Es gab es nur einmal bisher im Jahr 2000, im Januar 2000 eine ähnliche Situation. Also das war schon heftig, das hat schon reingehauen, das hat viele auf dem falschen Fuß erwischt, aber einige stehen noch auf diesen Füßen, sind also noch so positioniert und die Wahrscheinlichkeit ist gut, dass auch diese noch ausgespült werden aus dem Markt. Wir haben dann eben auch letztendlich den schlechtesten Monatsstart in den September seit dem Jahr 2008, dass wir also mindestens 8% gleich am Monatsanfang im Negativen sind wie hier beim Nasdaq 100. Das gab es, wie gesagt, zuletzt eigentlich, naja, sagen wir mal, zu Beginn oder auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Da war doch was mit Lehman Brothers, wenn ich mich ganz dunkel erinnere. Wir haben vielleicht einen der zentralen Gründe heute. Wir haben gesehen, dass dieses Gamma, also praktisch das, was Broker tun müssen, um sich abzuhatchen für Überhänge von Call- oder Put-Positionen, das ist deutlich nach unten gegangen, ist in den negativen Bereich kurzfristig gegangen, was den Triple Q betrifft, also was den Nasdaq betrifft. Hier Triple Q, ja, das maßgebliche ETF auf den Nasdaq. Dementsprechend sehen wir heute eben diese Gegenreaktion aus diesem überverkauften, technisch sehr stark, naja, unter Druck gekommenen Index. Wie gesagt, die gleitenden Durchschnitte spielen da eine Rolle und wir haben jetzt eben das Grundproblem nach wie vor. Hier sehen wir wieder den Triple Q und die Optionsbestände, die nach wie vor extrem hoch sind. Wir haben nach wie vor sozusagen auch in diesem Bereich extrem hohe Call-Bestände. Da ist ein bisschen was weggekommen, aber eben noch nicht wirklich viel. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, die jetzt erstmal abgeschmolzen ist. Aber da ist noch viel Eis darunter und das wird wahrscheinlich, wenn die Sonne scheint, eben auch noch schmelzen müssen. Aber besonders ist diese Positionierung eben im Bereich einzelner Aktien, wie zum Beispiel Tesla. Hier sehen wir die Optionsbestände auf einem absoluten Allzeithoch mit 305% der Marktkapitalisierung von Tesla. Sind das enorme Summen. Das heißt, der Optionshandel spielt bei diesen einzelnen Aktien inzwischen eine wirklich entscheidende Rolle. Wir sehen Ähnliches übrigens auch bei Amazon. Nicht ganz so krass, weil Amazon hat natürlich eine sehr viel höhere Marktkapitalisierung noch. Und gleichwohl auch hier die Optionspositionierung auf Allzeithoch. Auch da ist inzwischen ein bisschen was weggekommen. Aber wenn wir sehen, es kommt in der Regel dann nach solchen Spitzen eben erstmal dann etwas nach unten, auch bei diesen Optionsbeständen. Das heißt, die werden dann rausgespült und dementsprechend meine ich, glaube ich, denke ich,
sagt mir die Erfahrung, dass hier noch einiges zu holen ist auf der Short-Seite. Auch wie gesagt, wenn diese Rallye weitergehen kann, wir schauen uns nachher mal die Charts an, wo da möglicherweise Kursziele noch sind für diese Rallye. Insgesamt hat diese Rallye ja die Reichen noch reicher gemacht. Hier sehen wir mal interessanterweise eine Verteilung des Haushaltsvermögens. Die Top 1% besitzen um und bei über 55% des Gesamtvermögens der Amerikaner. Die nächsten 9% haben auch noch einen richtigen Schnaps und die untersten 50%, die haben, naja, so 2-3%. Das heißt, die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, die geht weiter. Das ist ein übergeordneter Trend. Den bringt die Rallye der Wall Street nicht allzu viel, diesen unteren 50%. Und deswegen ist der Trump vielleicht gar nicht so gut beraten, wenn er ständig irgendwelche Rekorde getweetet hat, wenn der Nasdaq, wenn der S&P auf Allzeit hoch gestiegen ist. Apropos Trump, wir haben heute interessant interessanterweise ja eine Programmatik bekommen von Joe Biden, dem Herausforderer, dem Demokraten. Und das Interessante daran ist, dass der eigentlich genau wie Donald Trump so eine Art America First Ideologie hier predigt und umsetzen will, und zwar durch Steuerpolitik. Alle US-Unternehmen die Produktion ins Ausland verlagern und dann diese Produkte oder Dienstleistungen wieder reimportieren in die USA. Die müssen eine Steuer zahlen. Andere Firmen, die Industriejobs in den USA schaffen, werden steuerlich begünstigt. Also das ist America First in Reinkultur. Dementsprechend sollten wir uns auch hier in Deutschland oder in Europa von der Vorstellung verabschieden, dass mit Joe Biden wirklich alles komplett anders wird. Das hat vielleicht so ein bisschen in den Umgangsformen einen etwas softeren Ton, aber die Amerikaner sind letztendlich in einer Abstiegsgeschichte. Von der totalen Supermacht steigt man ab zu einer gleichrangigen Macht neben China, wird von diesen irgendwann überholt, und im Abstiegskampf, da spielt man ein bisschen ruppiger, da wird auch ab und zu mal gefault, und der Protektionismus der Amerikaner ist letztendlich ja ein Schwächezeichen, ist ein Zeichen, dass sie in der Defensive sind. Aufstrebende Nationen, aufstrebende Völker, die sind selten mit protektionistischen Maßnahmen unterwegs, weil sie es nicht brauchen, weil sie eben die Stärke aus sich heraus entwickeln. Das ist genau das Thema, was die Amerikaner derzeit umtreibt. Apropos US-Wahlen. Am 3. November ist es ja soweit, und die Wahl, die wird jetzt immer wichtiger auch für die Aktienmärkte, für die Finanzmärkte insgesamt. Und hier eine Umfrage von CNBC in den sogenannten Swing States, also den Staaten, die mal so pendeln zwischen Republikanern und Demokraten. Und wer diese Wahl gewinnen will jetzt am 3. November, der muss dann eben diese Swing States gewinnen. Und noch so diese CNBC-Umfrage legte Biden in allen diesen 6 Swing States, nämlich Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin, liegt er vorne. Aber natürlich, da kann auch wahnsinnig viel passieren. Und ich weiß natürlich auch, dass die Trump-Anhänger sagen, ja, glaub keiner Umfrage, in der Trump nicht führt. Aber es ist eben eine solche Überraschung wie 2016 bei der Wahl, die ist nicht beliebig wiederholbar. Das darf man nicht vergessen, zumal damals eben Trump ja ein relativ unbeschriebenes Blatt war, politisch gesehen. Inzwischen weiß man ja, was er sozusagen will, was er tut, was er auf dem Kasten hat, und das wird einigen nicht gefallen. Also das ist durchaus jetzt eben nicht so, dass wir automatisch eine Wiederholung dieser 2016er Überraschung bekommen, wenn Trump bis kurz vor den Wahlen eben in Umfragen weiter zurückliegen sollte. Aber wir haben vielleicht jetzt nach Europa blickend und die Verknüpfung zu den USA ziehend einen interessanten Tweet von Sarah Wagenknecht, die darauf hinweist, warum eigentlich Deutschland über Nord Stream 2 kein Gas aus Russland beziehen soll, wenn die Russen selber, respektive die Amerikaner selber, extrem viel Gas aus Russland beziehen. Nämlich Russland ist der zweitgrößte Gasexporteur in die USA. Man hat hier Mexiko überholt, Kanada Nummer 1, Russland Nummer 2, Mexiko Nummer 3. Also das möchte ich gerne auch mal erklärt haben von der amerikanischen Politik. Wie könnt ihr uns verbieten, Gas aus Russland zu importieren, wenn ihr es selber macht? Inzwischen haben die Amerikaner ja ihre Truppen in Deutschland reduziert. Man sagt, ja, wir schützen euch ja vor den Russen. Der böse Russe, da müssen wir natürlich auch geschützt werden, gell? Vor allem durch die lieben Amerikaner. Das ist ja gar keine Frage. Jedenfalls sehen wir da, dass natürlich diese Alternative, die die Amerikaner hier anbieten, die ihr eigenes Fracking-Gas, ihre eigenen Fracking-Produkte teurer hier verkaufen wollen, auch aus wirtschaftlicher Sicht natürlich für uns keinen Sinn macht. Insgesamt sehen wir, dass hier
Wenn wir jetzt mal von der Wirtschaft wieder sprechen, gerade in den USA sehen wir, dass der Konsum so ein bisschen sich erholt hat, aber es ist nach wie vor auf niedrigem Niveau. Was einigermaßen gut geht, sind so Dinge des täglichen Lebens, auch Apparel, also Kleidung. Was nicht geht, ist Entertainment. Es sind viele andere Dinge, da sind wir noch weit, weit entfernt von Niveaus von vor der Corona-Krise. Und wenn wir jetzt den Punkt mal wieder nach Europa machen, dann haben wir morgen ja die EZB-Sitzung und der Euro ist ein bisschen stärker geworden. Wir haben in Europa, in der Eurozone zum Beispiel ein Geldmengenwachstum, was weit hinter den USA zurückbleibt. Da ist die Frage, ja, was wird die EZB morgen machen? Wird sie nochmal neue Maßnahmen verkünden? Das ist seit heute ein bisschen unwahrscheinlicher geworden, denn es gab einen Insiderbericht, der sagt, ja, also viele EZB-Mitglieder, die sind jetzt optimistischer für die Wirtschaft und das ist natürlich für Aktienmärkte immer eine ganz schlechte Nachricht, wenn Notenbanken optimistisch sind, weil das heißt, es kommt weniger Stimulus, es wird sozusagen die Droge nicht mehr verabreicht, ohne die die Aktienmärkte ja gar nicht mehr können. Dementsprechend sind die Erwartungen ist ein bisschen runtergeschraubt an die morgige EZB-Sitzung und der Euro konnte deutlich zulegen, denn eine weitere Aufweichung der Geldpolitik würde natürlich den Euro schwächen, wenn die nicht in Sicht ist, dann wird der Euro wieder stärker. Aber schauen wir uns die Charts mal an, meine Damen und Herren, eben die Charts von Capital.com und ich starte mit dem Nasdaq, den ich Ihnen wieder nach oben schiebe. Wir sehen hier diese Rallye jetzt, 11.412 Punkte, alle Charts von Capital.com, alle im 4-Stunden-Modus und sehen, ja, es ist eine Erholung, aber es ist natürlich doch im Vergleich zu dem, was vorher nach unten gegangen ist, noch relativ moderat. Wo könnte die ganze Geschichte hinlaufen? Wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir hier so in die Zone 3440, 3450 reinlaufen. Da ist eine Menge Widerstand nochmal. Das wären nochmal 30 Pünktchen, also fast 1%. Das dürfte mindestens drin sein, dass wir hier gleich wieder auf die Hochs im Bereich knapp unter 3600 Punkten laufen, glaube ich, zumindest jetzt in den nächsten Tagen erstmal nicht. Der DAX hat sich von dieser ganzen Geschichte ohnehin entkoppelt, ist nach wie vor in einem Seitwärtstrend mit leichter positiver Tendenz. Wir sind sogar über der 13.200er Marke. Wir haben den Euro schon gesehen vorhin, der zulegen konnte, ist dann wieder ein bisschen zurückgeprallt, 1,18. 04, was haben wir noch? Wir haben noch Gold, das wieder ein bisschen zulegen kann hier auf 5-Minuten-Basis. Wenn wir uns die Geschichte mal anschauen auf 4-Stunden-Basis, dann sehen wir, ja, das ist nach wie vor eine intakte Seitwärtsbewegung jetzt mit dem Versuch mal hier ein bisschen nach oben zu laufen. Nach wie vor auch hier die Messe also nicht gelesen. Das ist also die Situation. Es gab gute Gründe für die heutige Rallye. Es gab sehr gute Gründe für den vorherigen Abverkauf. Nach wie vor ist die Ursache des Problems aber nicht beseitigt. Nach wie vor haben wir diese extreme Positionierung, die etwas geringer geworden ist, die aber nicht weg ist. Und die historische Erfahrung zeigt, dass solche Bestände dann schon noch weiter abgebaut werden müssen, was heißt, dass wir wahrscheinlich das Tief noch nicht gesehen haben dieser Korrektur. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.